Herzlich willkommen zum Marktgespräch heute am Mittwoch, den 24. März 2021 mit mir, Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und mit der LS Exchange. Und da begrüße ich heute in Düsseldorf den Björn. Guten Morgen nach Düsseldorf. Guten Morgen, Andreas. Ja, der Markt scheint sich etwas festgezurrt zu haben an der 14.600er Marke. Gestern starteten wir etwas tiefer, wie auch schon am Montag, und kamen dann richtig in Schwung, sogar auf 14.700 letzten Endes. Davon ist aber heute Morgen nicht mehr viel übrig geblieben, oder? Nein, heute Morgen tendieren wir wieder etwas schwächer. Wir sind nochmal 50 Punkte unter dem Schluss von 22 Uhr. Als ich gerade guckte, waren wir bei 14.580 Punkten gerechnet. Wir müssen dazu sagen, dass wir negative Vorgaben haben. Die amerikanischen Märkte waren durch die Bank 1% schwächer und auch die Asiaten sind sogar 2% schwächer, wenn man sich Hongkong und Tokio anschaut. Nichtsdestotrotz muss man feststellen, dass der Markt sich sehr widerstandsfähig zeigt aufgrund der vielen negativen Einflussfaktoren, die wir momentan haben. Sei es der Lockdown, der jetzt in Deutschland ansteht, oder die Spannung zwischen China und Amerika. Ich bin der Meinung, dass wir mit dem Niveau, das wir momentan im DAX und auch bei den amerikanischen Indizes sehen, sehr zufrieden sein können. Wir haben gestern auch Umschichtungen weiterhin gesehen. Man ist in Branchen gewechselt, die krisenresistent sind. Davon haben dann halt Telekommunikation profitiert, wie die Deutsche Telekom, und auch Immobilienaktien wie Vonovia und die Deutsche Wohnen. Verlierer waren die Gewinner der letzten Monate. Das war dann der Autosektor. VW war schwächer, genauso wie Daimler und BMW. Und auch Infineon war schwächer. Ja, es gab ja ein richtiges Reversal bei Porsche, wenn du schon die Automarken hier kurz angesprochen hast. Ein 13-Jahres-Hoch zwischenzeitlich und die Aktie schloss 7% im Minus. Also vielleicht ist der Markt, der sehr gut gelaufen ist, jetzt auch wieder in den Korrekturmodus übergegangen. Ist ja ganz normal, dass wenn Märkte so gut oder Aktien, einzelne Aktien so gut laufen, dass da auch mal ein Tag Verschnaufpause angesagt ist. Das ist ja auch gesund für die Märkte. Porsche kam gestern auch noch mit Unternehmenszahlen, was, glaube ich, auch keine Überraschung so darstellte bei dem, was veröffentlicht wurde. Und VW ist momentan halt auch sehr stark gehandelt worden in den letzten Wochen. Und Porsche als Muttergesellschaft, das ist ja eigentlich, Porsche hat ja 90% der Stammaktien von VW, die sind ja gekoppelt dann auch an den VW-Aktien. Das ist eine wichtige Info, die wir einfach mal so wieder mitnehmen in den Handel. Vielen Dank dafür, und wir schauen jetzt auf Aktien, die vielleicht aus so einer Konsolidierung herauskommen und die auch Zahlen meldeten. Und da ist der erste Kandidat die Nordex. Ja, Nordex kam gestern auch mit Geschäftszahlen und die Aktie notierte gestern über 7% fester. Man möchte die Rendite von 2% auf 4-5% steigern, und das ist schon ein gutes Statement vom Unternehmen. Und wenn ich nochmal kurz auf meinen Zettel schaue, blicke, der Umsatz, der soll zwischen 4,7 und 5,2 Milliarden Euro liegen, und das wurde von der Börse recht gut aufgenommen. Der Chart, den wir im Hintergrund sehen, kratzt dann auch bald wieder an den Jahreshochs. Also das sieht richtig gut aus. Ein zweiter Kandidat, der mit Zahlen aufwartete, war die Nemetschek AG. Auch Nemetschek war 4%, also gesucht und fester, und zwar mit 4%. Und der Ausblick sieht so aus, dass man in diesem Jahr ein hohes, einstelliges, prozentuales Wachstum im Umsatz vorweisen möchte. Und ab 2023 soll das dann sogar Richtung 15% gehen. Und das hört sich für die Börsianer alles gut an. Nemetschek hat, die stellen ja Architektursoftware her, einen ähnlichen Wandel zu vollziehen wie zum Beispiel SAP oder damals auch Adobe, dass man jetzt mehr auf cloudbasierte Lösungen dann sich ausrichtet, und das ist halt dann auch mit gewissen Umstellungen dann verbunden im Unternehmen. Alle guten Dinge sind drei bei Quartalszahlen, und da ist top aktuell über die Ticker gekommen das Zahlenwerk von E.ON. Was stand denn da drin? E.ON recht solide. Die waren ja gestern auch, die hatte ich vergessen noch bei den Gewinnern zu nennen. Wir sind heute ungefähr 1,5% fester, um die 9,18 €, 9,20 €. Als
positiv wird auch noch gewertet, dass E.ON noch die Dividende auf 47 Cent anheben möchte. Das ist 1 Cent mehr als letztes Jahr. Also man sieht, es geht in die richtige Richtung. Und von den unternehmerischen Zahlen her sieht es so aus, dass das bereinigte EBIT um 17% gesteigert werden konnte auf 3,8 Milliarden. Und etwas Ähnliches erwartet man auch für dieses Jahr. Da sieht man eine Range von 3,8 bis 4 Milliarden Euro als EBIT, als bereinigtes EBIT. Damit könnte die E.ON-Aktie, die wir hier im Hintergrund porträtiert haben, aus dem Abwärtstrend technisch zumindest ausbrechen. Das sieht sehr, sehr spannend aus und da sind wir auch alle gemeinsam gespannt, wie der Handel losgeht. Ebenso beim neuen Börsenkandidaten bei Vorwerk. Und ich möchte hier noch einmal darauf aufmerksam machen, dass es nichts mit dem Staubsaugersystem Vorwerk zu tun hat, sondern hier geht es tatsächlich um den Bereich Pipeline-Anlagenbau. Und morgen gibt es hier die Erstnotiz. Ja, genau. Und jetzt wurde auch der Ausgabekurs schon festgelegt. Der wurde auf 45 Euro festgelegt. Die Ausgabespanne war zwischen 41 und 56 Euro. Da konnte man als institutioneller Anleger oder auch bei den wenigen Privaten, die vielleicht eine Bank hatten, wo man zeichnen kann, seine Orders erteilen, Zeichnungsaufträge erteilen. Und 45 Euro sieht jetzt so vernünftig aus. Das wurde jetzt nicht komplett ausgereizt. Und Friedrich Vorwerk ist ja auch in einer sehr interessanten Branche tätig, die, wie du schon erwähnt hast, es geht um Rohrleitungen, die gebaut werden und da möchte man das Geld, was eingenommen wird, nutzen, um dann sich im Wasserstoffbereich und Strommarkt noch ein bisschen auszuweiten und zu expandieren. Und ich denke mal, das ist ein vernünftiges Level, 45 Euro und mal schauen, wie dann morgen die ersten Börsenkurse dann sein werden bei der Öffnung. Darüber werden wir Sie als Zuschauer informieren, nicht nur hier auf dem YouTube-Kanal, sondern natürlich auch auf den anderen Kanälen unter Tage quasi bei Twitter, Facebook, Instagram und als Hörvariante gibt es dieses Interview auch nochmal bei Spotify, Deezer und Apple Podcast. Und damit bedanke ich mich recht herzlich bei dir in Düsseldorf, Björn, und wünsche einen erfolgreichen Handelstag. Den wünsche ich dir auch, Andreas. Alles Gute. Tschüss. Und alles Gute wünschen wir auch Ihnen als Zuschauer. Bleiben Sie gesund und unserem Kanal treu. Bis heute Nachmittag, Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der LS Exchange.